Bowser, komm zurück in den Kampf. Gleich. Erstmal wie ein Schneesturm. Okay. Warum kann jetzt eigentlich nicht Mallow oder Peach mitkämpfen? Hier ist auch Platz. Valentina. Mallow. Sag mir mal, was denkt sie sich da eigentlich dabei? Der fliegende Banane. Dieser Mario ist ein Witzding, der nur groß tut. Sicher? Wollen wir es versuchen? Blom, blom, blom. Wie wär's, wenn wir mal 30 Sprünge auf deinem Kopf machen? Oder auf, Squawks? Naja, wie auch immer. Ganz viele hohe Sprünge von einer hohen Majestät, die Fake tut. Ja, Bowser ist nicht da. Wir können leider nichts anderes machen, als einfach weiter angreifen. Mach mal, lass mal Gino weiter angreifen. Gino hat nämlich mehr Power. Bam. Nice. Aber noch ein Stehsturm. Gefällt mir gar nicht. Aua. Peach. Hier mal bitte Mario. Das ist nötig. Dankeschön. Genau das. So, und jetzt nochmal. Bam, bam. Sollte ich die Toad-Hilfe an mich nehmen? Ich weiß es nicht. Oh no. Eigentlich will ich es noch aufsparen, bis Bowser hier ist. Das tue ich auch. Mallow, kannst du noch mal den Donnerschock einsetzen? Ja, not bad. Oh, schaut mal, wer da ist. Oder? Das verloren? Und so schnell? An meine Seite, du Federkugel! Was ist? Na gut. Oh, hat immer so einen Status-Effekt. Jetzt nicht mehr! Angriff! Oh yeah! Pew, pew, pew. Boah, nice, wie viel Damage wir gemacht haben. Energie-Eruption. Wow! Was war das denn hier? Aua! Unfassbar. Du hast mit der falschen Person angelegt. Bam, bam, bam! Der Dodo muss weg. Aus dem Kampfring raus hier. Ey. Pack mal Peach rein. Puppenkuscheln. Das können wir gebrauchen. Ey. Nice, sehr viel Kampfattacke haben wir gewonnen dadurch. Ich jemand Säge, die ist so stark und ich kann sie nicht ausweichen. Das war schon okay eigentlich. War sogar noch in Ordnung. Bam, 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 bam. Ne, ich weiß nicht, wie man es danach machen muss. Ehrlich gesagt. So, Dodos. Oh, er ist besiegt, aber er kommt später wieder, glaube ich. Was Bowser da gemacht hat. Na gut, dann... Gino! Muss ich heilen. Gino muss ich erstmal heilen. Okay, extra Item, danke. Kristallisierer. Oh, verdammt! Ernsthaft? Och man, muss das? Hier noch in Gruppen kuscheln. Yay. Und du holst uns noch mal eben ein Ahrensirup. Danke, Bowser. So, und nun wird Zeit für einen super Feuerball. Versuchen wir den mal. Vielleicht macht er ja 300. Nicht mal 100. Schimmerblase. Wow. Wow. Ach nö. Alle am Schlafen. Müssen wir die anderen, die nicht am Schlafen sind, rausholen. Und die müssen nun helfen. Ah, nicht so viel. Mallow. Du kannst doch bestimmt... Was kannst du denn? Oh Gott. Ja, nee. Verdammt, was mache ich jetzt? Boah, ich bin gerade überfordert. Es tut mir leid, Leute. Ich bin gerade wirklich überfordert. Ich schätze, Donnerschock macht schon mal gut Damage. Oh nein. Nein! Ah, oh, Mario lebt noch. Mario lebt noch. Okay. Okay. Einfach Angriff. Bam. Oh, sehr viel Damage. Schön. KP-Ring auf Mario. Damit er nicht down geht. Wird heute eine längere Folge. Wir sind hier mitten in einem Bosskampf. War nicht geplant. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Oh nein.
was soll ich machen? Mellow? Hi Mario. Mellario. Ja. Ach Junge, wie oft will sie das bitte noch spammen? Und da geht der nächste flöten. Aber Mario ist wach. Ich sprung. Ich mach den Sprung, ich versuche ihn. Ich versuche ihn und hoffe, dass es keine schlechte Idee war, den Super Sprung auszuwählen. Und hoffentlich gleich viel Damage zu machen. Wir sind tot. Nicht. Okay. Schön. Noch ein Super Sprung. Ich meine, es macht Damage. Gar nicht mal so schlechten Damage, finde ich. Puh, die kann nicht mehr viel Leben haben. Die muss gleich down sein. Peach ist wach! Wiederkehr für Mellow. Und go! Gut gemacht. Und Mellow. Hi Peach. Das ist ein Geben und Nehmen hier. Das muss ausgenutzt werden. Ach nee. Oh, Alter, wow, ich hab's ausgewichen. Ja, nice, Mann. War es unser letztes Ahornsirup? Oh nein, bitte nicht. Nee, war es nicht. Okay, war mir gerade nicht sicher. Also, kein Grund. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich lass Bowser lieber schlafen. Schneemeister. Wenn wir Glück haben, macht das sehr viel aus. Wenn wir Pech haben, nicht so viel. Ah. Nicht so viel. Schlichtweg gar nichts. Cool. Peach. Wiederkehr auf Mario. Vielleicht mache ich hieraus auch direkt schon eine neue Folge. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein sehr langer Kampf. Aurora Blitz? Aurora Borealis? Oh. Nee, Wechsel. Wir haben ein Problem. Ein enormes Problem. Halt Statuseffekte des Anwenders im Kampf. Besiegt Untote. Nee, was haben wir noch? Wir haben noch Yoshi-Keks. Yoshi-Keks! Hilf uns, Yoshi! Njam. Geht nicht. Sorry. Er hat zumindest ein High-Item bekommen. Immerhin etwas. Spring. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Dieser Kampf treibt mich echt noch in den Wahnsinn. Oh, nicht mal so viel Damage gemacht. Bleib. Peach muss wach werden. Peach ist unser Healer. Blumenbö, auch nicht schon wieder. Och nee, na. Wechsel Mellow raus zu Min. Ah, oh, die sind tot, nein. Scheiße. Wir verlieren den Kampf, ne? Wir verlieren. Wir verlieren. Ah, das war's. Wir haben's überlebt. Yes! Peach. Gruppenknüllen. Yes! Yes! Okay, oh, du hast dich mit den falschen Mario-Brüdern angelegt. Verlass dich drauf! Bam, bam, bam! Oh, 69, immerhin etwas. Ach, nicht schon wieder. Komm schon. Bitte, lass es sein, das Blumenbö. Sieht schön aus, aber wir können es nicht gebrauchen. Bitte! Ah, alles tot. Schimmerblase. Oh Gott. Komm schon! Verwandelt euch zurück, Freunde! Müsst ihr schnell zurückverwandeln! Ey, die gibt einfach eine Bitch-Slap, was soll das? Hallo? Wer hat dir denn bitte Manieren beigebracht? Ich glaube keiner. So, erstmal ein bisschen aufladen. Peachy, du, halt's nochmal alle. Einfach nur zur Sicherheit, einfach nur so, weil wir es können. Und Mellow. Bowser. Oh, sie hat keine BP mehr.
So lang geht der Kampf schon. Ja, und die Folge, wahrscheinlich auch die zweite Folge. Also, willkommen zurück zu Mario RPG. Wenn ich das tun sollte. Ich greife nochmal an. Das macht auch gut Damage tatsächlich. Nein! Ich fasse es nicht! Ah, mir reicht's! Lust oder wir verschwinden! Ein süßes Lebwohl! Ciao. Endlich gewonnen. Das war ein echt harter Kampf. Aber 3 Level plus für die restlichen, die noch nicht Level 16 sind. So, was wollt ihr denn haben, Freunde? Ihr wollt doch bestimmt KP von Mario. Gino will doch bestimmt... Oh, KP scheint bei ihm riesig enorm an. Dann machen wir auch KP bei ihm. Und Peachy, Baby, Lolly Peach, die bekommt das gleiche. Alle KP. Ja, ist okay. Ist okay, alle KP. Tja. Oh je, da fliegt sie hin. Beeilung, wir müssen ihr nach. Sie hat den Schlüssel, den wir brauchen. Aua. Autsch. Oh. Warte mal. Nanu, schau nur. Mario, das ist doch der Schlüssel. Ja, easy game, easy life. Finde ich auch, Merlo. Das war noch ein bisschen lange, ne? Peach Schirm? Was macht Mario mit Peach Schirm? Oh, es fängt an zu regnen. Peach ist nämlich in Marios Hose. Genau wie Bowser und Gino. Ach so. Merlo hat geweint wegen dem emotionalen Antreffen. Okay, ich verstehe. Oh Mann. Das sind deine Eltern? Mama, Papa, ich möchte euch jemand vorstellen. Und zwar meinen Freund Mario. Und meine anderen Reisegefährten. Hört, hört, ich bin Mellos Vater, König Nimbus. Ach, wie können wir euch nur jemals danken? Ich grüße euch, hab Dank für die Hilfe, die ihr meinem geliebten Kind geschenkt habt. Wartet, ich stelle sie euch alle vor. Dies ist Prinzessin Peach aus dem Pilzpalast. Huch, ach, man hört ja so viel über euch. Dürfte ich vielleicht ein Autogramm von euch haben? Aber Liebster, dann bringt doch unseren Jungen nicht gleich in Verlegenheit. Aber ich... Na gut. Und wer ist der freundliche Herr mit dem Schnauzbart? Sag ich doch gerade. Das ist Mario. Er hat mir ganz viel geholfen. Mario? Etwa der Mario? Der springende, hüpfende Mario? Uiuiui, ein Autogramm bitte. Liebster. Na gut. Aber Mario, könntest du mir vielleicht einen deiner weltberühmtesten Sprünge zeigen? Nur so einen ganz kleinen Hopser. Ich hab nicht mal was gedrückt. Yay! Yay! Einfach fantastisch! Das da hinten ist Bowser, der Anführer von Bowser Schergen. Na sowas! Noch eine Berühmtheit! Ich finde, frag mal so viel Prominenz! Bowser, würden Sie mir vielleicht ein Auto... Nein! Ich mein winzige Strichelchen... Na gut. Und mein vierter Gefährte ist Gino. Gino kommt aus dem Sternenhimmel, aber das habe ich euch schon erzählt. Genau, die Geschichte von der Sternenschranke. Wirklich furchtbare Sache, ja. Nicht Sternenschranke, Euro, halt Sternenstraße. Ach ja, da wir gerade von Sternen sprechen. Vor einiger Zeit ist ein großer Stern in den Vulkan ganz in der Nähe gefallen. Was? Oh, das war ganz sicher ein Sternstück. Aber Liebste, im Vulkan lebt doch der schreckliche Kaiserdrache. Den Stern von dort zu bergen, das wäre doch fast unmöglich. Fast unmöglich. Wenn ihr wackeren Helden fest zusammensteht, könntet ihr den Drachen vielleicht besiegen. Ich sag's euch, als ich noch jung war, da hatte ich... Ah ja, Liebster, gut, und ihr hört gut zu. Wenn ihr im Vulkan gekommen seid, dann sucht nach Nitro-Toad. Der hat Discord Nitro. Er wird euch helfen können. Aber zuvor solltet ihr unbedingt mal in unserer heißen Quelle baden. Die ist nämlich der Stolz von ganz Nimbusland. Alle ganz schön vorsichtig im Palast, ja? Sieht man, Mama. Aber zurückkommen werden wir wohl erst, wenn wir den Stern gefunden haben. Nicht nur den, Mellow. Nicht nur den Stern. Danach folgt noch ein zweiter. Aber gut. Hinterausgang führt uns wahrscheinlich weiter zu einer Küste. Danke, nehme ich an. Wir haben jetzt nämlich 77. Cool. Labyrinth, hallo.
Oh. Stimmt. Ich erinnere mich. Genau, das führt uns nämlich zurück zum Bad. Zum heißen Bad. Und ich wette, vom heißen Bad aus können wir dann zum Vulkan. Habe ich recht? Hier gibt's heißen Quelle, aber nur Mitglieder der Königsfamilie dürfen daran baden. Und ihr, Ui, das ist ja der echte Prinz Merlo. Also der echte Prinz Merlo. Verzeiht, wir wollten euch erst nicht reinlassen. Aber wo er so vor uns steht, ja, war schon irgendwie klar, dass der Riesenvogel nicht unser Prinz war. Ach, das macht doch nichts. Aber dürfen wir jetzt vielleicht rein? Aber selbstverständlich, verständlich, eure Hoheit. Bitte einzutreten, Hoheit. Und wir wünschen recht Vergnügen. Passt nur bitte auf, dass jemand hinunter dem Vulkan fällt. Okay, dankeschön. Oh. Da sind also die goldenen Figuren von ihm gelandet, vom König. Gefahr, ein Schritt von dieser Wolke und sie landen im Berg Furio. Ah! Boah, Alter, in den Vulkan rein. Ich will raus. Ich will nicht sein. Warte, wo bin ich jetzt? Bin ich auf der Overworld? Ja, oder? Yep. Berg Furio, wir können zum Vulkan, Freunde. Ich will aber nochmal zurückgehen zum Nimbusland. Und zwar will ich zum einen in die Stadt zurückkehren. So. Mich kurz hier oben umschauen. Hier war ich nämlich noch nicht bei dem Typen. Der Bus findet sich in der Reparatur. Ah, hier kommt dann später ein Bus? Okay. Interessant, was sagst du dazu? Hi. Prinz Merlo, das war hervorragend. Ihr seid eben durch und durch ein Prinz. Ohne dich, Garo, hätten wir es nie im Leben geschafft. Wir stehen tief in deiner Schuld. Danke, Merlo. Ich bin wirklich froh, dass alles so glatt gelaufen ist. Ah, schön. Schön, schön. Oh, hey, schaut mal. Oh, jetzt ist die Merlo-Figur umgefallen. Vorhin stand sie nämlich noch offen. Warte, vielleicht... Warte. Da. Die Pose ändert sich immer von Merlo. Warte, war eigentlich vorhin Mario? Hier ist jetzt Peach? Was? Ich dachte, ich wäre vorhin Mario gewesen. Jetzt ist er normal. Keine Ahnung. Warum auch immer er von Peach gemacht hat. Ich schätze, er mag sie. Keine Ahnung. Ich mag sie auch, aber trotzdem. Weird, Bro. Ist ja auch egal. Ich will nochmal zurück zum heißen Bad, denn dort gab es ja noch keine Pfütze. Was ja das Bad darstellen soll. Hier. Ach, und irgendwie fühle ich mich hier erfrischt und voll geheilt. Und der Bildschirm flackert. Oh, und Mario auch. Und wir stürzen ab. Zurück in den Vulkan. Hier soll wohl das vorletzte Sternstück landen. Im Berg Furio. Dann wollen wir doch mal schauen. Wow. Okay, wir dürfen uns nicht vom Feuer, vom Lava treffen lassen. Aber ehrlich, die Lava sieht richtig nice aus. Boah, das sind Hotheads. Aufpassen. Wow. Oh, die wollen kämpfen. Rot Hotheads. Und Fort Villa? Warte mal. Donkey Kong? Also, ist es nicht Donkey Kong oder ist es jetzt ein anderer? Letztes Mal haben wir nicht Donkey Kong. Nee, es ist ein Nachfahre. Glüht, heiß hier. Sollte mir schnell eine andere Bleibe suchen. Ja. Wäre keine schlechte Idee, Kumpel. Bam. Erstmal ein bisschen auf den Koppel hauen. Bam. Und kill. Wow. Boah, dafür, dass du nicht Donkey Kong bist, hast du aber echt Aggression auf Mario und seine Freunde. Geht gar nicht, Mann. So sind die Prinzessin zum Entführen, aber lasst uns in Ruhe. So, jetzt er noch. Bam. Schüssele, Püssele, Küssele. Und ein Level plus für Bello, denn der Prinz hat das verdient. Der Prinz. Er ist der Prinz. Er ist der Prinz vom Nimbusland. Und nach unserem Abenteuer wird er dann alleine weiterreisen. Nach unserem Abenteuer, denke ich mal, wird er einfach, naja, sein Leben als Prinz leben. Denn das ist er ja. Und dann wird er irgendwann ein König.
Vielleicht sehen wir Merlo in irgendeinem neuen Mario-Spiel irgendwann wieder. Als König Merlo. Das wäre cool. Und Gino? Keine Ahnung. Das ist ein böser Knochentrocken, der hat rote Augen. Der hatte rote Augen. Not good. Aber ist das alles sehr linear hier? Oh, Münzen. Ah, schön Geld. Brauchen wir nämlich. Das nehme ich auch mit. Für später. Oh, das hier ist natürlich noch geiler. Hier ist aber nichts. Oh, weil die hier sind. Hör, was war das? Was war das? Das hat irgendwas durch die Wand geglitscht. Was zur Hölle? Wow. Knappes Ding. Da würde ich gerne hin. Wie soll ich da hinkommen? Was zum... Wardorni und Magnus. Bam. Okay. Angriff erhöht. Not bad. Bam, bam. Die Leiste ist voll. Ich hab Glück. Sternenschock. Aber macht nur auf einen. Ne, dann spare ich mir das mal auf. Wardorni, den müsste ich noch fehlen in der Sammlung. Eis. Wenn du was Appetitliches findest, ist es. So drückt man das als Erwachsener. Was? Von redest du? Oh, die Magma-Käfer dort, das sind die Erwachsenen von den normalen. Hat man gerade gesehen. Lol. Okay. Aber die müssen trotzdem verschwinden. Oder wir lesen uns mal ihre Gedanken durch. Weil die müsste ich auch noch nicht haben. Null. Treff mich und du erfährst Glück. Das ist eine Lüge. Kann ich mir nicht vorstellen. 1, 2, 3. Ah, muss er abwarten beim dritten Mal. Okay. Schade. So, down. Du hast Glück. Ja, schon verstanden. Ja, wieso mache ich einfach mal so wenig Damage? Hä? Was zum... Oder boostet er gerade die ganze Zeit seine Abwehr oder so? Nee, hä? Verstehe ich nicht. Egal. Down. Ja! Glücksspiel! Die Mitte! Yoshi! Yippie! Kein Level plus? Schade. Na gut, weiter geht's. Wow! Gut, dass ich hier keinen Damage nehme. Aber ich will auch keinen Kampf erfordern. Boah! Das Ding habe ich schon gesehen! Stampfrumpf! Was? Zwei? Wie? Vorne und hinten oder was? Hä? Was zur Hölle bist du? Ja, es sind zwei Teile aufgesplittet worden. Analyse. Analyse! Eis. Hat nichts zu sagen. Ohnmachtsknall! Der macht One-Shot. Och, nee. Muss ich schnell heilen. Ach, komm schon, Spiel. Zack. Und durch. Da oben ist noch eine, ist noch was gewesen. Boah, es gibt hier noch so viel zu erkunden. Das muss ich dann irgendwann alles nachholen. Ach komm schon. Schnell durch. Boah. Dieser Vulkan, ey. Wildes Gebiet hier. Oh, was bist du denn für einer? Ein Baumstumpf. Wispy Woods? Nein, er ist es nicht. 81, wow, so viel jetzt. Nice. So, erstmal abspeichern. Okay. Okay. Sind wir jetzt da? Krator. Hey, Krator. Ah, ne, ich warte noch eben. Ich will nämlich analysieren. Aber es ist kein Zwischenboss. Es ist ein normaler Gegner? Oder so? Hm? Macht irgendwie gar keinen Sinn. Scheint aber so. Hm. Eine Explosion extra für euch. Was soll das denn heißen? Willst du jetzt in die Luft gehen? Wie ein Creeper? Wie ein Bob-Omb? Das rasend vor Wut. Angriff, schnell!
Bam! Es reicht nicht. Es muss aber reichen! Oh oh. Bam! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Okay, ein bisschen warten. Blutseife. Oh, one shot. Ah ne, 99 macht das okay, aber trotzdem, wow. Okay, aber ihr seid es alle down. Mit der Kraft der Sterne. Deed. We won. Wunderbar. Weg ist er. Wir können durch. Schön. Schön, schön. Aber bitte aufpassen, wir wollen nicht kämpfen. Das muss ja nicht unbedingt sein, zumindest jetzt noch nicht. Wir können ja auch noch später kämpfen, Kumpel. Kann ich ja durch? Nein. Voma? Was ist das für ein Name? Voma? Ist das eine Reference auf irgendwas? Ich verstehe es auf jeden Fall gerade nicht. Voma? 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 Keine Ahnung. Egal, wo ich auch hingehe, jemand kann mich leiden. Aua. Na, frag dich mal, warum. Bams. Yahoo. So, und jetzt geh down. Ach so, die kann man nur mit einem bestimmten Angriff besiegen, ne? Eis. Stand da gerade, ne? Ja. Man muss Mellow das machen. Schneemeister. Sonst anders gehen sie nicht down. Zack. Tot. Genau. Schnell heilen. Nein, nein, nein. Warum? Alter. Nein. Lass mich weg. Okay. Heilung. Jetzt gegen das Ding kämpfen. Ja. Bam. Hinterteil. Weil das explodieren kann. Oder so. Und der muss auch noch weg. Aua. Ernsthaft noch ein Sandsturm. Okay, Lichtsalbe muss reichen. Es muss reichen, es muss einfach, komm schon. Müssen wir raus aus diesem Vulkan oder zumindest zum Punkt, wo wir hinwollen. Ich habe aus Versehen jetzt Abwehr gedrückt, das war nicht gewollt, aber jetzt müssen wir damit leben, dass ich es gedrückt habe aus Versehen. So, bam, weg mit dir. Hat sie aufgelöst? Huh? Cool. Weil ich den Hinterteil kaputt gemacht habe oder was? Er wollte nicht in der Welt ohne sein Hinterteil leben. Verständlich. Ah. Ich muss ihn besiegen, oder? Ne, muss ich nicht! Ne, muss ich nicht! Muss ich nicht! Haha, haha. Da spuckt immer noch der Gegner aus. Echt frech von ihm. Okay. Aufpassen, aufpassen. Was ist du ein Feiner? Irgendwie da aussieht, da passt es so gar nicht rein. Lol. Hi. Hey, grüß dich! Hab euch antrappen hören! Dachte schon was, ich höre Gespenster! Ich bin Nitro-Tot, ich hab Discord Nitro gekauft. Kommt lieber schnell rein in die große Stube. Hier ist heißer als in Bowsers Backofen. Echt so, Bowser? Nitro-Tots Magmarkt. Alter, wie er so durchzoomt. Leute, die Figuren. Starwing und F-Zero-Schiffe. Cool. F-Zero Land ist echt ein lustiges Spiel, kann ich nur empfehlen. Hey, 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 hier gibt's Übernachtungs... Achtung, 30 Münzen pro Nachtung. Bitte, kauf das. Nein, nicht schon mal alle. Hm. Jetzt, wo er das Nitro hat, muss er das Geld wieder zurückmachen. Hey, hey, hier gibt's Items. Ja. Ahornsirup kaufe ich mal ein bisschen was. Danke, Kumpel. Und noch ein paar Mediumpilze, kann man auch gebrauchen. Danke. Hey, hey, ich hab Kleidungen. Feueroutfits. Für jeden Charakter. Eine heldentaugliche Latzhose. Eine heldentaugliche Hose. Ein heldentaugliches Cape. Ein heldentauglicher Panzer. Und zu guter Letzt ein heldentaugliches Kleid. Und das verkaufen wir mal. Das, was wir die ganze Zeit hatten. Alles andere. Da-ding, da-ding, da-ding. Okay. Dankeschön. Sehr nett von dir. Ich sehe, man kann gut verhandeln.
Und in der nächsten Folge geht es dann hier in Bergfurio weiter. Bis dann, bis dahin. Ciao, Kakao, es wird heiß. Nächstes Mal finden wir hoffentlich den Stern.